Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Oberbayern. Was ist los mit euch? Ich hab das genau gesehen. Hä? Ich weiß nicht, was er gesehen hat. Mit dem Paul, mit dem Ober, mit dem Darkim und mit dem Michael. Die sind ein bisschen komisch heute. Hallo. Hallo. Ich hab Pflegebereifung drauf. Ich seh's, ja. Guck dir mal deinen Anhänger an. Nicht in Pauls Welt. Kannst erzählen, wem du willst. Da sind nur 45.000 Liter Zuckerrüben drin. Die haben doch keine Kartoffel zerdrückt, Mensch. Nee, die haben direkt Pommes draus gemacht. Ja. Oder Kartoffelbrei, kannst du auch so. Hast du wenig Arbeit? Ich hab ein paar fürs nächste Jahr einfach schon mal in den Boden gerammt, Mensch. Toll, danke. Ja. Ja. Von Miss Folge ist nicht, ja. Von Mr. Februar zu Mr. Future. Ja. Aber immerhin von Mrs. zu Mr., ne? Ist ein Fortschritt. Ich sag's dir. Aber Micha, erstaunlich gut pflegt sich der JCB, oder? Der fährt sich gut, ja. Also, Respekt. Verstanden. Ach, ich muss da rückwärts rein? Okay. Ja. Wo kann man sich das anschauen? Bayer weiß ich nicht, was es heißt. Bayer Agra. Drehschemel, ne? Nee. Ach, ich wollte gerade sagen, kein Drehschemel, also es gibt nichts zu sehen. Ich sag dir das nächste Mal Bescheid mit dem Drehschemel. Müsste ewig drauf warten. Glaube ich auch. Vielleicht im wollte es nicht ansprechen, aber nächsten Jahr oder so. Das ist natürlich jetzt mega fies, ne? Wir haben jetzt die Dienstagsaufnahme. Ja. Man könnte natürlich jetzt ansprechen, was am Donnerstag geschehen ist, aber wir wissen das noch nicht. Ja, das ist das Problem, ne? Also wir können natürlich rätseln, aber macht jetzt auch keinen Spaß mehr, weil... Das wissen ja schon alle. Genau, wissen schon alle und wir sind dann hier unwissend unterwegs. Was für Schein? Ja, Giants hat ja zum Zeitpunkt der Aufnahme Giants gestern ein Bild gepostet mit einer 3. Also so Countdown-mäßig, ne? So eine 3. Und heute, am Dienstag, kam eine 2. Ja. So, das heißt, es geht auf irgendwas hin. Interpretiere ich jetzt einfach mal draus. Die Frage ist nur, auf was? 2032. Nee, sie haben ja mit der 3 angefangen. Vielleicht kommt der Alice... Der neue LS im Jahr 3200 XX. Genau. Ich glaube, dann lebe ich nicht mehr. Ja, aber vielleicht wird er dann richtig geil. So abgespaced. Oder sie hauen PD noch 32 DLCs raus. Was? Was? Auch eine Idee, ne? Das wäre auch mal was. Komm, wär nicht das erste Spiel, was einfach das Spiel einfach nur noch über DLCs erweitert. Meine... Ja. Ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber guck dir an, wie alt GTA ist, ne? Ich hab nicht viel drin. Ich hab oben im Brandenburg. Muss ich nur gucken, wie OMSI 2 zum Beispiel. Da kommen ja regelmäßig Dinge raus. Die kommen ja regelmäßig Dinge raus. DLCs. Ja, 32 DLCs kündigen sie noch an. Meinst du? Ja, vielleicht. Wir spekulieren mal. Oder 32 neue Gefährte. Also was passiert denn, wenn morgen die 1 kommen würde? Was wäre denn dann euer Plan? Boah. Dann gibt's 321 neue Geräte. Ein riesen Hersteller ist geonboardet worden. Ich weiß nicht mal, wer so ein großes Portfolio hat, aber findet sich bestimmt jemand, der noch nicht im LS ist. Oder es gibt wieder mehr Deutschfahrzeuge dann. Das wird sein. Oder es gibt dann original den Betrag für den Paul. Wer weiß? Oh, Paul wird direkt hellhörig. Ja, wir müssen uns einfach überraschen lassen, ne? Aber was machen wir denn, wenn morgen keine 2 kommt? Keine 1 kommt?
So rum, heute kamen die zwei. Genau, heute kamen die zwei. Ja, dann alles haben sie. Also, da muss vielleicht irgendjemand mal bei Giants anrufen und sagen, sie sollen da mal eine 1 raunhauen jetzt. Genau, dann haben wir alle Fragezeichen im Gesicht. Weil sonst wird's schwierig. Ich finde die 32 neuen Gefährte nicht verkehrt. Ja, finde ich auch. Wer soll das denn da bezahlen? Bei schon 4 Euro kosten als DLC. Da rollt der Rubel dann, ne? weiß ich nicht. Wird es denn irgendeinen Hersteller geben? Also gibt es bestimmt natürlich, aber mir würde tatsächlich keiner einfallen, deswegen frage ich mal bei euch, der noch fehlt und noch so ein großes Portfolio hat? Nee. Also ich meine, Ballentechnik hat man ja jetzt mittlerweile genug. Man hat eigentlich von allem genug. Naja, man muss ja eins dazu sagen, ne? Das, was im MLS ist, ist ja bei weitem nicht das gesamte Spektrum der einzelnen Firmen. Nee, ich weiß, ja, ich weiß. Ja. Siehe Deutz. Ja, das ist ja sehr wenig geworden in den letzten Jahren, Deutz. Ja, ja. Ja, Deutz könnte man, glaube ich, locker mit 32 Geräten noch auffüllen. Ja, ein paar Mähdrescher, ein paar. Ja, ja. Oder vielleicht kommt ja ein Produktpaletten-Update. Ja, oder das? Weil viele Hersteller haben ja neue Produkte gelauncht. Oder präsentiert neue Geräte und vielleicht kommt da was rein. Du meinst so aller ETS, irgendwann wird der alte mal gegen den neuen getauscht? Natürlich. Neue Design und so? Ja, auch. Vielleicht hat der Fendt 900 wieder mal ein Facelift bekommen oder so irgendwas, keine Ahnung. Boah, bitte nicht. Warum nicht? Wäre eine Variante. Boah, die Facelifts sehen hässlich aus. Das ist eine persönliche Meinung. Ehrlich, weißt du? Muss ja nicht der 900er sein, es kann auch der 700er sein. Oder der 500er. Ist nicht besser. Auch nicht besser. Gut, es muss ja auch kein Fendt sein. Es kann ja auch ein Klaas, ein New York Holland oder sonst was sein. Das ist mir egal. Ach so, na gut. Micha, bist du voll? Wie kann man denn nur so emotionslos sein? Ist ja Wahnsinn. Naja. Ich bin trotzdem halt nicht. Ich lasse mich echt nicht überraschen, was da jetzt kommt. Ja, ich lasse mich auch überraschen. Ich freue mich über viele Sachen. Ich glaube, also. Was wäre denn das Highlight für mich? Warte, ich muss mir überlegen. Die Göbel. Ich hadere gerade mit mir, muss ich sagen. Würde ich es jetzt mehr feiern, wenn ein neuer LS-Teil kommen würde? Oder würde ich es mehr feiern, wenn noch mehr geile DLCs kommen? Es ist halt eine schwierige Frage. Ist halt schwierig, Frage, ne? Weil. Ja. Also mich würde neuer LS-Teil freuen, aber ist halt immer, es muss halt erstmal Planko spielen mit allem, ne? Weil ja, ganz schönen Mods gibt's dann erstmal. Das Spiel geht halt wieder von vorne los, ne? Wenn das so sein sollte. Ja, fängst alles wieder neu an. Also ich finde DLC ist besser. Ja. Bei einem neuen LS-Teil muss ich tatsächlich gestehen, wäre das Einzige, was mich gerade catchen würde, vielleicht eine noch geilere Grafik, wobei ich gestehen muss, die vom LS ja nicht, vom aktuellen ja nicht schlecht ist. Ich frag mich halt, ja, das ist schwierig. Ich glaube, dass es noch zu früh ist für einen neuen LS. Ja. Also, zu früh in Anführungszeichen. Meinst du, das ist zu früh? Sie sind ja eigentlich schon hinter ihrem normalen Zyklus. Ja, aber sie haben auch gesagt, dass sie den Zyklus nicht mehr machen. Ja, das stimmt. Aber wobei natürlich auch gesagt wurde, muss man ehrlich sagen, sie warten auf die neue Konsolengeneration und dann kommt was. So. Die ist auch da. Das wäre jetzt ja auch vom Tisch. Ja, Spekulation über Spekulation. Ja. Ich denke, wir werden es nächste Woche Dienstag wissen zur neuen Aufnahme. Und dann schauen wir mal, was es geworden ist. Ja. Die Leute im Chat werden sich jetzt denken, Alter, seid ihr doof. Wir wissen doch schon, was es ist, weißt du? Aber sie können ja gerne mal reinschreiben, an was die so gedacht haben bei dem Counter. Ne? Also ich meine, so die Idee mit 32, eventuell 32 neue DLCs fände ich mal ganz geil, ob noch einer so gedacht hat. Die Frage ist natürlich auch, wenn es eine Ankündigung von irgendwas geben sollte,
wenn es jetzt wirklich ein Countdown sein sollte, was ich nicht weiß, vielleicht kündigen sie ja nicht alles an, sondern hauen. Du kennst ja Giants, weißt du? Da wird immer so ein kleines Hölzchen hingeworfen. Du sollst dann erraten, woher das kommt, aus welchem Wald. Boah, da hast du jetzt aber super oft das Rottner DLC angespielt. Das, was ich nie gespielt habe, muss ich dazu sagen. Ja, aber da haben sie es ja auch so gemacht, mit dem Wald im Hintergrund und dann, ne, 2 weeks ago mit First und sowas. Mit dem Bild. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ich weiß es nicht. Ich denke gerade an diesen wunderbaren Gras-Simulator hier. Ich gerade den richtigen Namen nicht zusammen. Weiß ich, was du meinst, ja? Ach man, der Schweinestall ist schon wieder voll. Oh nein. Boah, so eine Luxusprobleme aber auch. Aber bei uns soll es morgen 20 Grad haben, da könnte ich eigentlich den Grill anwerfen. Hatten wir heute schon. 20 Grad oder den Grill an? Was? Ich grill doch auch, wenn es regnet. Natürlich. Oh ja. Wie voll bist du? 70 gleich. Grillen kam auch bei Schnee. Ja, klar. Ja. Ich habe extra so ein Hütchen um den Grill rum. Warum? Das kann sogar fahren. Das kann sogar fahren? Was? Ja. Paul wird mir immer suspekter. Er muss einen alten Anhänger, haben wir eine Hütte drauf gebaut und einen Grill hinten drauf. Er baut sich einen Wohnwagen. Nein, einen Grillwagen. Grillwagen. Mit dem Bett? Nein, das ist ja kein Wohnwagen. Achso. Das macht man, glaube ich, auch nur, wenn man irgendwie auf dem Land wohnt, oder? Und so ein Hänger rumstehen. Alles Mögliche auf einen Anhänger drauf bauen? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, ja. Oh, ja. Da kommen irgendwann Kartoffeln hinter dir. Ich bleib hier stehen. Ach so. Wenn wir jetzt so einen Anhänger hätten wie den Joskin, der gerade den Dackel gerade fährt und du haust da eine Plane rein, ne? Hast einen mega geilen Swimmingpool. Mhm. Haben wir auch schon gemacht. Ja, wo wundert mich das nicht? Und wie schnell konnte der fahren, bis das ganze Wasser raus war? Wir sind nicht gefahren, das war zu gefährlich. Ja, immerhin muss man ja schon mal sagen, die Weitsicht hatten sie, ne? Naja. Du musst überlegen, wenn das Wasser ein bisschen schwappt, dann drückt sich ganz schön lustig gegen die Wand. Ja, das ist deswegen, aber ich hätte es also zugetraut, ne? Weißt du, und dann morgen schon mit 2,37 Promille ist das halt einfach ein bisschen schwierig. Was? Was? Du wenig noch? Ja, ich trinke doch nicht. Ja. Ja, die sind noch vor einer Nacht übergeblieben, Daki, ne? Ach so. Morgens erstmal das berühmte Konterbier, um wieder auf Markt zu kommen. Ah ja. Das hat nie wirklich gut geklappt. Nein, das hat nie geklappt. Ich hab's nie probiert. Nur noch die alten. Ne, haben wir schon von abends gefunden, was. Bekannter hat das mal mit Tequila gemacht. Ich glaube, das hat auch nicht so funktioniert, wie er wollte. Ah, das funktioniert nie. Da gibt's so viel Hausmittelchen und dann wird wieder gesagt, trinkst ab und zu ein Wasser dazwischen, dann merkst du nichts, da gar nichts. Ja, vergiss es. Ich glaube, es kommt aber darauf an, wie der Körper es verträgt. Genau. Es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Menge du in einer gewissen Zeit runterkippst, ne? Ja, gut. Könnte man meinen, ja. Wüsstet ihr jetzt auf Anhieb, wann ihr zuletzt betrunken wart? Ja. Weiß es nicht mehr. Nie. Ah, Paul, du bist langweilig. Korrekt. Und bist du so? Warum ist das so? Tja. Hat sich nicht ergeben, meinst du? Ja. Aber war halt einfach immer lieber Fahrer, ist ja auch okay. Definitiv, ja. Weil besoffene rumfahren ist auch nicht immer lustig. Nee, das wollte ich gerade sagen. Also da habe ich auch zu oft gemacht. Den Eimer schon parat halten, du. Aber man muss sich im Zweifelsfall halt nie Sorgen machen, wie man irgendwo wegkommt. Gut, ab einem gewissen Pegel ist einem das auch einfach völlig egal. Aber. Wenn ich trinke, dann nur bei mir zu Hause, also bei mir im Dorf. Da komme ich zu Fuß überall hin. Ja gut, okay. Manchmal braucht man ein bisschen länger, bis man da Stadt bist. Wollte ich gerade ansprechen, ja, weil wenn du dann für einen normalen Weg, den du 10 Minuten brauchst, 4 Stunden brauchst. Ich brauch fast wieder nüchtern, wenn man daheim ankommt. Und dich nebenbei noch dreimal mit dem Dorfbrunnen unterhältst, ist halt einfach schwierig. Weller, sprichst du da aus Erfahrung? Nein. Das ist
sehr lustig. Klang so detailliert. Ja, er hat nur untertrieben. Es war nicht dreimal, es war ein paar Mal mehr. Ja, natürlich. Ach so. Es war auch nicht der, dran vorbeigekommen. Es und war du auch, schon wieder hier. Es war auch nicht der Dorfbrunnen, sondern die Dorflaterne wahrscheinlich. Ja. Hier, wie viel Prozent haben wir denn jetzt schon von unserer Mission? 60. Oh, genau. Ja, das ist doch super. Wir haben 100%, Uwe. Ja, perfekt. Auch der Zeit, ne? Der Folge vor allem, ja. Liebe Leute, ja. Wir sind fertig für heute. Habe ich angefangen? Ja. Gut. danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.